Willkommen zu Episode 40 von Forscom Talks, meinem Videospiele-Podcast. In meinem Podcast reden wir über zwei Punkte. Wir starten mit Plague Tale: Week, wo ich euch erzähle, was ich in dieser Woche gespielt habe, was passiert ist und wie es mir gefallen hat. Danach folgen die News. Dort hebe ich hervor, was in der Woche bezüglich Videospiele passiert ist und gebe euch meine Meinung dazu. Wir starten Plague Tale: Week mit Marvel Puzzle Quest. Ich wollte jetzt schon seit den letzten zwei Wochen davon erzählen. Ich habe eine Allianz in diesem Spiel gegründet gehabt. Da können Leute sich daran treffen und können Sachen theoretisch miteinander schreiben, können gucken, was sie an Helden haben. Und wenn sie halt täglich spielen, können sie ebenfalls Boni abgreifen. Das Interessante ist, man startet ursprünglich mit 5 Slots. Einer wird sofort abgezogen, weil man selbst dabei ist. Und danach müsste man, wenn die theoretisch mit 5 Slots dann voll ist, weitere kaufen. Man müsste 600 Ingame-Coins zahlen. Und das ist schon eine ganz schöne Stange Geld, die man da hinlegen müsste. Und wenn man sich mal die Top-Allianzen in diesen Events anguckt, die haben zum Teil halt 20 Slots belegt, alle voll und alle aktiv, richtig, richtig stark. Also whale-tastisch, würde ich fast sagen. Und das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend, dass die da wirklich hingehen und zumindest die Ingame-Währung auch zahlen. Es gibt ja Wege, Ingame-Währung durch das Spielen zu bekommen. Das ist ziemlich, ziemlich zufällig und sehr, sehr selten, dass man die bekommt. Aber man könnte sie theoretisch bekommen. Aber 600 wirklich, auf diesem Wege würde das kein Schwein machen. Und dementsprechend gehe ich wirklich davon aus, wenn man wirklich 600 pro Slot zahlt, da muss eingekauft worden sein. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass wirklich Leute hingehen und Geld für dieses Spiel, gerade jetzt nur für einen Slot, ausgeben. Nee, das ist nicht die Sache. Ansonsten in der Woche ist nicht wirklich viel passiert. Man hat weiterhin dieses eine große Play-vs-Play-Event, was jetzt, glaube ich, für einen Monat durchgeht. Da wechseln so wirklich die Events durch. Aber dieses ganze Ding läuft für einen Monat an für sich. Und sonst ist wirklich nicht viel zu sagen. Man macht an den Event teil, kriegt seine ISO-Punkte, die Ingame-Währung wiederum, und versucht sie dann irgendwie in Charaktere zu nutzen. Ich glaube, ich habe gerade noch 9000 Punkte über. Und das klingt viel, ist nicht sonderlich viel. Gerade wenn man zum Ende hinkommt, so Level 50, da kostet ein Level mal 1000 Punkte, was sehr, sehr heftig ist. Und ich weiß nicht so richtig, wo ich mit diesen 9000 Punkten jetzt hin soll. Ich könnte theoretisch meinen Wolverine leveln, der ist fertig mit 544, glaube ich. Und das ist nicht die perfekte Skillung, aber das Beste ist wirklich hinzugehen, einfach erstmal am Anfang zu nehmen, dadurch, dass man jetzt hingehen kann und Sachen auch reskillen kann. Einfach sagen, man nimmt einfach alles mit und wenn man dann das Ganze voll hat und dann die richtigen Dinger bekommt, dann kann man die immer noch austauschen, weil so kann man jetzt hingehen und kann die auf maximales Level dann hochskillen und kann dann im Nachhinein die Skills immer noch anpassen. Sonst ist in dem Spiel nicht viel passiert. Wir gehen über zum nächsten Spiel, und zwar World of Warcraft. Bei meinem Schamanen, da ist logischerweise nicht mehr viel los, aber ich habe ein paar Sachen gemacht, und zwar wieder Timeless Isle. Am Mittwoch war Reset, das heißt, man kann die Bosse da wieder einmal machen. Und ich hatte wirklich das Glück gehabt, ausnahmsweise mal nicht drauf gehen zu müssen. Und ich habe bessere Handschuhe bekommen. Das ist wirklich, wirklich schick. Bin auch gleich hingegangen, habe die upgraded. Man kann deren Equipment wirklich zweimal upgraden. Damit werden sie nochmal besser. Auch vom Item-Level werden sie nochmal angehöht. Und dann ist eine richtig, richtig schicke Sache. Es gibt eine Webseite, die heißt Ask Mr. Robot. Da kann man seinen Charakter durch die Armory reinladen und der berechnet einem, wie man am besten seinen Charakter vorbereiten sollte. Das heißt also, welche Gems sollte man nutzen, welche Verzauberungen sollte man nutzen und was sollte man und wie sollte man es reforgen. Für die, die noch nicht das Spiel wirklich spielen, es gibt halt im Endeffekt Juwelen, die man in gewisse Items reintun kann. Wenn man die richtigen Farben der Juwelen für dieses Item hat, dann gibt es extra Boni. Dann gibt es die Möglichkeit, Gegenstände verzaubern zu können. Da gibt es einen speziellen Beruf in diesem Spiel und die sind unterschiedlichste Art und Weise. Da gibt es Skills, die sofort aktiv sind. Dann gibt es welche, die nach einer gewissen prozentualen Chance sich aktivieren und dann ihre Bonis bringen und dann zu guter Letzt gibt es noch Reforged. Und Reforged ist eine Sache, die mir für sehr, sehr lange Zeit total unbewusst und unbekannt war, einfach weil ich das Spiel lange nicht gespielt habe und auch nicht wirklich mich da großartig mit beschäftigt habe. Auf jeden Fall, Items haben ja Stats und mit dem Reforged kann man gewisse Stats abnehmen und auf andere raufpacken. Und Mr. Robot geht halt wirklich hin oder Ask Mr. Robot und guckt, wie man das am besten macht und dann geht man wirklich einfach nach der Sache hin. Das klingt jetzt wirklich blöd, oh, du machst das, was der dir sagt, aber es ist wirklich eine sehr, sehr schicke Sache. Eine Sache muss man jedoch anmerken und da kommt es dann wirklich so ein bisschen problematisch. Und zwar, ich hatte das Ganze gemacht gehabt, habe mich das Ganze laden lassen, habe dann das Ganze angepasst und habe das Ganze dann aufgehört. Dann, als ich das aufgehört hatte, habe ich gesehen, oh verdammt, der Link, den ich da eingeschickt habe, war noch nicht mit diesen neuen Handschuhen.
Also habe ich diese Handschuhe dann nochmal reingeladen, bin nochmal hingegangen und habe gesehen, dass dann die ganze Berechnung, die Ask Mr. Robot dann da hinlegt, komplett anders war. Weil jedes Item verhält sich ein bisschen anders. Und dann hat er gesagt, oh, du hattest jetzt Dark Spirit entfernt, hast dafür Mastery genommen, einfach mal als Beispiel. Und als ich dann das neu reingeladen habe, hat er gesagt, ja, das Spirit solltest du vielleicht mal kurz wieder zurücktun, um dich dann auf Critical spezialisieren zu können. Und das ist ein bisschen fies, denn das Umskillen, das Reforgen kostet Geld. Nicht unbedingt viel, gerade auf Level 90 ist das nicht der größte Genickbruch. Aber wenn man das dann halt immer wieder machen muss, einfach weil man kurz ein neues Item bekommt, dann kann das schon ein bisschen kostspielig sein. Mein Schamane, wenn nicht gerade diese großen Events anstehen oder irgendwelche Dungeon Runs, dann ist er eigentlich dafür zuständig, gewisse Sachen zu farmen, die meine anderen Charaktere noch nicht bekommen können. Und ich hatte eigentlich nichts zu tun gehabt, deswegen war der Schamane eigentlich ruhig gestellt in der Hinsicht, bis ich gesehen habe, dass man auf der Timeless Isle noch einiges mehr machen kann, was ich einfach nicht wusste. Und dementsprechend bin ich hingegangen, habe mich da wirklich umgeguckt, habe so gewisse Sachen gemacht, die ich, wie gesagt, vorher noch nicht gemacht habe. Ich habe eine schicke Sache gemacht, ich habe das Mr. Riddle Quest beendet. Das ist ein 3-Stufen-Quest, wo man sich auf dieser Insel fortbewegen muss. Und das große Problem ist, der erste Punkt ist relativ simpel zu erreichen. Der zweite Punkt schon wiederum nicht, weil da muss man sich wirklich erst an Mobs vorbeischleichen, die einfach mal so 5 Millionen plus HP haben. Und das kriegt meiner mit diesem lächerlichen, schlechten Equipment einfach nicht gebacken. Und ich hatte halt wirklich in dieser aktuellen Situation die Chance gehabt, da durchzurennen, einfach weil da sehr viele schon umgenietet worden waren. Konnte das Quest machen und konnte dann an die dritte Stufe gehen. Und das ist eine Sache, wenn man das nicht nachliest, wird man es nicht wissen. Ich wusste es insgesamt schon, aber ich wusste nicht, wie das im Endeffekt laufen wird. Und zwar, das ist halt eine große Insel, Zeit ist stehen geblieben und in der Luft fliegen Möwen herum. Und denkt man sich, pff, wen interessieren diese Möwen? Wenn man diese Möwen aber angreift, dann fliegen die auf einen runter und greifen dich und fliegen wieder hoch. Und der Witz ist, so kann man theoretisch durch diese Map fliegen und gewisse Punkte erreichen, die man so nicht erreichen kann. Denn wichtig ist zu wissen, auf der Timeless Isle kann man keine Flugmons nutzen. Und dementsprechend ist das die Möglichkeit, dahin zu kommen. Und da habe ich einerseits einige Kisten abgegriffen, die man so halt, wie gesagt, nicht erreichen kann. Und auch gleichzeitig habe ich den letzten Punkt von diesem Mr. Riddle Quest gemacht, was sehr, sehr schick ist, denn das gab halt nochmal einen Timeless Isle-Gegenstand, den ich eigentlich nicht brauchte, aber es war schön, trotzdem das Ganze zu bekommen, weil es halt auch Gold gab und andere Sachen nebenbei. Und so habe ich wirklich einige Sachen noch gefunden gehabt. Es gibt zum Beispiel einen Quest, bevor man auf diese Brücke geht, die ich erzählt hatte, die da auf einmal endet. Und wenn man halt nicht dieses eine spezielle Cape hat, dann fällt man einfach nach unten durch. Und da ist eine Statue. Diese Statue, da wusste ich, die kann man anklicken, aber ich habe es nie großartig gemacht. Einfach weil ich dachte, oh, vielleicht beschwört er jetzt irgendwelche Gegner extra, weil diese Insel ist ja voll von Elite-Gegnern, die wirklich kräftig zum Teil zuhauen können. Dementsprechend habe ich gesagt, naja, lässt dir mal wirklich die Finger davon weg, bis ich dann wirklich gesehen habe, was man mit dieser Sache machen kann. Und dementsprechend hebe ich das jetzt hier hervor. Wenn man diese Sache anklickt, dann wird man in die Luft geschleudert. Und wenn man dann an dem höchsten Punkt angekommen ist, dann bekommt man Flügel und man sieht auf einmal, überall sind so fliegende Ebenen, würde ich fast sagen. Und auf diesen fliegenden Ebenen sind Kisten. Und diese Kisten kann man aufmachen, um extra Coins zu bekommen, also Timeless Isle Coins, die man halt für Sachen dort eintauschen kann. Und dieser Buff gilt für 60 Sekunden. Und wenn diese 60 Sekunden vorbei sind, sind logischerweise auch diese Flüge weg. Das Schöne ist aber, selbst wenn man theoretisch noch in der Luft ist und diese 60 Sekunden vorbei sind, hat man, glaube ich, nochmal so 20 Sekunden, wo man dann keinen Fallschaden bekommen würde. Also sehr, sehr schick, so kann man hingehen. Und ich glaube, man kann immer wieder hochspringen. Also es ist nicht nur so ein Einmalversuch pro Woche oder pro Tag oder ähnliches, sondern man kann wirklich so lange hoch, bis die Kisten weg sind und dann muss man halt die Woche oder was auch immer warten, bis die wieder respawnen. Wirklich schick, muss man aber erstmal wissen. In der letzten Woche hatten wir ja dieses furchtbare Noble Garden Event, was im Endeffekt Ostereiersuche war. Und wenn man 500 von diesen verdammten Eiern gefunden hat, konnte man die für dieses unendlich hässliche Mount eintauschen. Und nach diesem Event kam gleich das nächste, und zwar die Children Week. Und das relativ sind da Waisenkinder aus Azeroth. Der Krieg hat halt unendlich viele getötet, die Kinder sind da geblieben. Und in Azeroth, Outland und Nordrend gibt es Questgeber, die man im Endeffekt ansprechen kann. Man bekommt dann ein Waisenkind und man bekommt von denen wiederum Quests, wo man die dann an unterschiedliche Orte bringen muss. Und wenn man das Ganze geschafft hat, gibt es Battle Pets als Belohnung. Das Schicke ist, dadurch, dass ich das Spiel damals schon gespielt habe, habe ich einige dieser Pets bereits bekommen. Ich habe auch zum Teil einige im Aktionshaus sehr, sehr günstig schon kaufen können. Und dementsprechend ist meine Situation, ich habe alle, bis auf in Azeroth die Schnecke
und die Ratte, die will ich eigentlich nicht wirklich haben. Dementsprechend habe ich mich jetzt auch nicht hingemacht und habe zum Beispiel meinen Death Knight wieder gerufen oder meinen Hunter, um diese Extra-Quest zu machen, einfach weil die Ratte und die Schnecke finde ich nicht so toll, wie jetzt dieses Schwein zum Beispiel oder Flying Willy, sehr, sehr schickes Ding, das ist so ein fliegendes Monsterauge, das ist jetzt kein Wal. Sind auf jeden Fall sehr, sehr schicke, die Schnecke und die Ratte eher weniger. Gehen wir über zu meinem weiblichen Blutelfenmagier. Beim letzten Mal hatte ich noch 10% gebraucht, bis ich Level 80 war. Die habe ich ganz gemacht. Ich bin einfach hingegangen und habe ein bisschen Archäologie gemacht. Da kriegt man so viel Erfahrung. Ich nehme bei noch ein bisschen Gold. Sehr, sehr schick. So, Level 80, das heißt, wir gehen über zum Cataclysm-Content. Und ich sage jetzt einfach mal, Cataclysm-Content ist mittlerweile der Content, der mir am wenigsten gefällt. Das große Problem ist wirklich, dass man nicht viel Wahl hat, was man machen kann. Man kann Mount Tial am Anfang gehen oder man geht nach Vashi'ir. Und mit meinem Schaman habe ich im Endeffekt beide diese Anfangsgebiete gemacht. Also habe ich gesagt, gehst du halt wieder unter Wasser nach Vashi'ir. Und diesmal bin ich sogar hingegangen und habe dieses komplette Gebiet abgeschlossen. Alle drei Bereiche, nicht nur zwei. Und ich muss sagen, es lief bei Weitem besser. Und ich weiß nicht wirklich, woran es liegt. Entweder an der Klasse oder weil ich die Quest zum Teil schon kannte. Es lief einfach insgesamt besser. Danach, als ich das abgeschlossen habe, bin ich nach Deepom gegangen. Das ist 82 bis 83. Das ist ein Gebiet, das sehr, sehr interessant ist, weil es wirklich halt alles sehr, sehr zerstört ist. Überall sind irgendwelche Mineralien und dementsprechend auch Monster-Elemente und ähnliches. Das Gebiet ist sehr, sehr cool. Zumindest eine Seite davon. Man bewegt sich so ein bisschen südwestlich und dann gibt es ein Gebiet südöstlich und dieses östliche Gebiet ist irgendwie eher nicht so mein Fall. Und den anderen Bereich habe ich halt, wie gesagt, sehr, sehr gut gemacht gehabt. Bin auch wirklich nur so lange da geblieben, bis ich das Level bekommen habe, um in die Twilight Highlands übergehen zu können. Das ist 84 bis 85. Das war ein Gebiet, das ich beim letzten Mal so überhaupt nicht gemacht habe. Ich weiß jetzt auch schon gar nicht mehr, was ich an Stelle da gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich mit dem Magier die Anfangsquest dort gemacht gehabt. Und das war relativ schnell dann auch schon fertig. Da war ich dann Level 50, konnte dann nach Pandaria gehen. Aber während ich in diesen Twilight Highlands bereits war, und dann habe ich es auch in Pandaria erneut spüren müssen, ist, dass die Frostbarriere, die mir vorher wirklich in jeder Situation ohne Probleme geholfen hat, hier nicht mehr so sehr hilft. Was macht die Frostbarriere? Sie gibt einem einen Schutzmantel, der für einen gewissen Zeitraum da ist oder bis ein gewisser Schadenspunkt erreicht wird. Und wie gesagt, in den alten Bereichen war es wirklich so, diese Barriere wurde nur selten erreicht. Und hier ist es schon wirklich so, in Twilight Highlands und dann auch in Pandaria, dass ein Gegner zum Teil reicht, um diese komplette Barriere zu zerstören und dann wird es dann halt ein bisschen unschön, weil einfach der Gegner dann auf mich einprügeln kann und das zieht dann halt an AP, was nicht so schlimm ist. Man muss halt nur versuchen, nicht zu sterben. Und das ist wirklich der Punkt. Ich bin 85, bin im allerersten Gebiet im Jade Forest und da habe ich das Anfangsquest gemacht, bin bis zur ersten Stadt und habe dann da eigentlich auch schon aufgehört. Auf was ich mich konzentriert habe, ist Schneiderei, denn das hat mich so sehr angekotzt. Ich hatte einen Guide, den man auf WoWhead finden kann, wie man auf einfachste Art und Weise auf das Maximum kommen kann, also Skillpunkt 600. Und ich folgte diesem Guide und hatte bisher eigentlich keine Probleme, bis ich dann halt zu dem Punkt gekommen bin, jetzt sage ich es im Endeffekt zum dritten Mal, auf die Frostweave Close Stufe gestoßen bin. Und ich habe es endlich geschafft, diese Stufe zu schaffen. Und glaub mir, das ist echt nicht schön gewesen. Ich bin wirklich hingegangen, habe geguckt, wo kann man farmen. Ich bin da wieder hingegangen. Nach 1,5 Stunden hatte ich ungefähr 5 Stacks an Frostweave Claws, also 100 Stück. Wenn ich euch beim letzten Mal erinnern darf, 5 von diesen Frostweave Claws braucht man, um einen Frostweave Bolt zu bekommen. Und man braucht zum Teil 90 Bolts. Für 5 Skill-Ups. 90. Das ist verdammt viel und ich bin hingegangen, habe gegrindet und das hat nichts gebracht. Es gab nie wirklich den Bereich, wo ich sagen könnte, hier kriege ich richtig, richtig viel hin, bis dann jemand im Aktionshaus ungefähr 100 Stück reingestellt hat. 100 Aktionen, wo man, glaube ich, pro Aktion 10 Stück bekommen konnte. Und ich bin wirklich hingegangen und ich habe alle gekauft gehabt. Und das war so kostspielig. Mein Schamane war auf 9000 Gold, jetzt ist er auf 7500. Mein Magier hat, glaube ich, auch 1000 Gold oder irgendwas in dem Dreh verloren gehabt. Und ich habe das alles aufgekauft, ich habe das alles aufgebraucht. Ich habe Schneiderei auf den nächsten Punkt gebracht, aber ich konnte nicht First Aid
auf das Maximum bringen. Ich hatte, glaube ich, noch so 40 über und das hat nur gereicht, um die allererste Stufe von den Frostweave Bandages zu erreichen. Dann gibt es noch die Heavy Frostweave Bandages und die habe ich bisher nicht hinbekommen. Das heißt also, für die muss ich dann auch nochmal zurück, um dann nochmal farmen zu müssen, um die dann auch fertig zu bekommen. Und damit habe ich dann die nächste Stufe bei der Schneiderei erreicht. Das heißt also, Embassy Close muss ich jetzt holen. Und wie viel brauche ich? Sagenhafte 1800. Ich habe ungefähr 300. Das wird ebenfalls nochmal sehr lustig. Das war's auch schon mit World of Warcraft. In dieser Woche habe ich mich etwas zurückgehalten gehabt. Und wir gehen über zum 3DS, zu Nintendo Pocket Football Club. Hier ist ebenfalls nicht allzu viel passiert. Ich hatte beim letzten Mal die erste Saison abgeschlossen gehabt, bin jetzt in die dritte Liga aufgestiegen und habe jetzt die Saisonvorbereitung abgeschlossen gehabt. Das waren, glaube ich, so 8 bis 10 Wochen. Das heißt, man konnte da halt schön Freundschaftsspiele machen, konnte schön Karten sammeln, um denen halt diese wiederum im Training nutzen zu können. Und in dieser Vorbereitung war es großteils sehr, sehr erfolgreich, bis mit der Ausnahme von einem Spiel, das wirklich kurz vor Schluss war, gegen einen aus der vierten Liga, also von da, wo ich komme. Da habe ich nur unentschieden gespielt und das hat mir 3% Rückhalt verloren. Das heißt also, ich bin von 100 auf 97 runter. Nicht allzu schlimm, kann man sich, denke ich, vorstellen. Dann habe ich das allererste Spiel in der Liga gemacht gehabt und das ging 1-1 aus. Das war wirklich sehr, sehr glücklich, denn wir haben das doch relativ spät erst erzielt gehabt und danach hatte ich mir wirklich mal die Liga angeguckt gehabt. Das ist wieder nur eine Liga mit 6 Teams, was ich wirklich, wirklich schade finde, da scheinbar wirklich nur die erste und die zweite Liga so relativ viele Spiele hat. Und was mich aber sehr, sehr beängstigt hat, sind, wie gut die gegnerischen Teams in der dritten Liga sind. Die sind alle durchweg eigentlich fast auf Level C in ihren Attributen. Ich habe viele, die sogar noch auf D oder E sind. Und ich denke wirklich, dass das Spiel möchte, dass man erstmal in der dritten Liga nicht sofort durchpowert und man halt hingehen muss und erstmal sich da länger aufhält. Also ich gehe mal wirklich davon aus, dass ich diese Saison nicht aufsteigen werde. Und muss eigentlich wirklich hoffen, dass ich in jedem Spiel gut Karten bekomme, dass ich wirklich diese Spezialkombos aufbaue. Denn man muss wirklich überlegen, es ist nicht möglich hinzugehen und alle jetzt, sagen wir mal, auf C zu bringen und damit die richtig gleich stark sind, damit ich die dann besiegen könnte. Denn man bekommt im Spiel ungefähr 8 bis 9 Karten und man hat 25 Spieler, theoretisch kann man haben, und eine Spezialkombo, das sind halt wirklich Karten, die halt mehr bringen als nur die normalen Trainingskarten zu nutzen, die muss man halt wirklich kombinieren und da braucht man mindestens 2, maximal 3. Und wie gesagt, man kann halt wirklich mit Glück 3 Leute mit diesen Spezialkarten ausrüsten und bei 25 Spielern, da kriegt man halt nicht allzu viel schnell hin und dementsprechend denke ich wirklich, man würde mindestens eine weitere Saison noch da verbringen müssen, sich mit Training verbessern, eventuell sogar mit Transfers und danach die nächste Saison, vielleicht sogar die übernächste, man weiß ja nicht, schafft man dann vielleicht den Aufstieg. Und ich habe auch schon gesehen, dass man in der dritten Liga nicht einfach aufsteigt, man geht erst in die Relegation über, was ich nicht ganz verstehe, denn wer Relegation echt kennt, da spielt man dann halt dann doch entweder gegen andere Ligen oder gegen den Auf- und Absteiger, aber halt nicht nur, man ist einfach nur mit einer dritten Liga da und es gibt nur einen, der aufsteigen kann. Und das ist dann gleich mit einem Relegationsspiel sehr, sehr merkwürdig. Ich werde mehr berichten, wenn ich zu diesem Punkt dann auch komme. Und zu guter Letzt möchte ich noch ganz kurz auf Inazuma 11 3 eingehen. Was ich dort im Endeffekt aktuell mache, sind die ganzen Wettbewerbsrouten durchgehen. Das heißt, man kann Leute antreffen, die einem Teams vorstellen, gegen die man halt spielen muss. Die haben zum Teil gewisse Konditionen, die man erreichen muss. Und wenn man dann halt dieses Turnier geschafft hat, erwarten einem am Ende Preise. Und in einer dieser Routen gibt es nur Herausforderungen, wo man spezielle Konditionen erreichen muss. Und eine hat mich einfach zerstört gehabt. Und zwar, man muss ein Team von 16 Leuten aufstellen, wo keiner eine Schussfähigkeit hat. Und das klingt mir jetzt, okay, dann nimmt man halt einfach keine Stürme mit. Ich habe wirklich, 100 Leute kann man maximal dabei haben. Ich habe es gerade so hinbekommen, ein Team von 16 Leuten aufzustellen, wo, glaube ich, 14 davon Torhüter waren. So viele andere Leute haben ebenfalls Schussfähigkeiten am Start gehabt und so hatte ich dann halt wirklich das Minimalste am Minimalen, was ich haben konnte und das war einfach nicht lustig, denn die haben zum Teil halt dann logischerweise Torhüter, die dann halt Torhüter-Skills haben und Torhüter-Skills kann man ohne weiteres nicht einfach so überwinden und dementsprechend ist es dann halt dann wirklich fast Glück. Man muss wirklich hoffen, dass sie die Skills einsetzen, die richtig, richtig teuer sind, damit der Torhüter sehr, sehr schnell keine Ausdauer mehr hat, damit man die einfach so überwinden kann. Und dementsprechend habe ich mir jetzt gesagt,
Es reicht. Ich mache diese Routen nicht mehr weiter. Ich spiele jetzt vielleicht hier und da nochmal aus Spaß mit einem Team, so wie ich es haben möchte, wie es mir am besten gefällt. Nicht mehr unbedingt auf Stats achten. Und ich warte jetzt auf Inazuma 11 Go, was in 2 Monaten rauskommt. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Auch wenn ich weiß, dass ich für die Hälfte der Zeit während des Durchspielens sowas von herumfluchen werde, einfach weil das Spiel verdammt unlogisch ist. Das war's mit Play This Week. Dementsprechend gehen wir jetzt nun über zu den News. Sony Online Entertainment entfernt die monatlichen Gebühren von individuellen Spielen und von nun an bezahlt man $15 pro Monat und bekommt Premium Membership für alle Spiele. Das ist ein sehr, sehr interessanter und meines Erachtens auch sehr, sehr guter Zug. Denn es ist wirklich so, viele Leute gehen nicht hin und bezahlen Geld für mehrere Spiele monatlich. Ich gehe nicht hin und zahle für WoW, ich gehe nicht hin und zahle nebenbei dann auch noch für Star Wars, für Elder Scrolls Online und Co. Und das hat Sony vermutlich verstanden und dementsprechend haben sie gesagt, warum gehen wir nicht hin und machen das zentral? Er zahlt 15 Euro und hat dann komplette Auswahl, was er spielen möchte. Und dann kommt natürlich der Witz, alle diese Spiele haben vermutlich in irgendeiner Art und Weise einen Shop. Das heißt also, die können hingehen und sagen, oh, für 15 Euro im Monat, jetzt spiele ich das Standardspiel, was ich immer spiele, aber ich kann jetzt auch diese anderen 3 ausprobieren. Oh, die anderen 3 Spiele sind auch toll. Jetzt gehe ich hin und kaufe in diesem Shop ebenfalls Sachen. Und ich denke, das ist wirklich der große Punkt, dass die wirklich damit versuchen, Leute anzulocken in die anderen Spiele, die halt vielleicht weniger gespielt werden und damit sie dann auch noch hinzubekommen, dass sie in den Shops was kaufen. Play Nintendo. Nintendo hat auch in diesem Jahr angekündigt, dass sie nicht zur E3 erscheinen werden, haben aber auch gleichzeitig gesagt, dass sie in diesem Jahr erneut den Spielern die Möglichkeit geben, in den unterschiedlichsten Läden in den Staaten die neuen Spiele von Nintendo antesten zu können. Ebenfalls hat Nintendo angekündigt, dass sie ein Super Smash Bros. Invitational Turnier austragen werden. Das bedeutet, dass 16 Pro-Spieler in einem Turnier teilnehmen werden und das ist tatsächlich von Nintendo organisiert. Gerade die allerletzte Nachricht überrascht sehr, sehr viele, denn Nintendo hat in der Vergangenheit nicht sonderlich viel Verständnis, nicht sonderlich viel Support in Online-Spiele, in E-Sports gezeigt gehabt und diesen Wandel jetzt zu sehen, ist wirklich sehr, sehr toll und das ist ein sehr, sehr guter Schritt, dass Nintendo endlich diesen Schritt macht, ist vielleicht ein bisschen spät, aber ich denke, dass sie ihn machen, ist sehr, sehr wichtig. Dass Nintendo nicht zu E3 geht, ist, denke ich, kein großartiges Problem. Sie haben ihre Nintendo Directs, die, da werde ich jetzt demnächst darauf auch angehen, sehr, sehr gut sind. Und sie bringen eigentlich all das, was man haben möchte, ohne zu versuchen, unendlich viel Drama zu erzeugen. Denn die E3 weiß ehrlich gesagt nicht, was sie sein möchte. Einerseits versucht sie sehr professionell, nur für die Industrie zu sein. Gleichzeitig versucht sie aber auch gleichzeitig die normalen Spieler anzusprechen. Und das funktioniert zum Teil einfach nicht. Gleichzeitig, ich weiß nicht, wie sehr wirklich Leute darauf eingehen werden, auf dieses Angebot, dass man in den unterschiedlichsten Läden die Spiele anspielen kann. Kann ich nicht beurteilen, einfach weil es nur in den Staaten ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in irgendeiner Art und Weise erfolgreich war, einfach weil sie es in diesem Jahr wieder machen. In der News davor hatte ich es kurz angemerkt gehabt, in dieser Woche gab es einen Nintendo Direct über Mario Kart 8 und Leute, die den Nintendo Direct kennen, haben das folgende Bild im Kopf. Iwata steht da in einem weißen Raum und erzählt Sachen. Ab und zu wechseln wir zu Gameplay über, aber das Ganze ist sehr, sehr seriös gehalten. Bis Nintendo ein Nintendo Direct über Tomodachi Life herausgebracht hat. Das war ein sehr, sehr merkwürdiges Video, das wirklich sehr, sehr cool war, aber komplett anders als das, was sie gewöhnt waren. Und Mario Kart 8 war genau das gleiche, komplett anders, komplett lebevoll, mit Action und Dynamik, mit Witz und Charme und das ist ungewohnt, aber richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, wir gehen durch die Punkte, es gibt einige Punkte, die man schon kannte, aber ich denke, als übergreifenden Punkt war das ein sehr, sehr guter Nintendo Direct gewesen. Als allererstes sind sie auf Antigravität eingegangen. Das ist ein neues Feature, das sich in speziellen Maps auswirkt. Und zwar an gewissen Punkten kann man auf einmal anwenden und Decken fahren. Und das Decken-Feature ist sehr, sehr ungewohnt, denn im Spiel selbst wird man das nicht bemerken. Erst dann, wenn man hingeht und die Replays sich anguckt, wird man erst sehen, wie das Ganze wirklich abläuft. Man fährt nämlich dann auf einmal auf dem Kopf. Und das ist einerseits sehr, sehr cool. Einerseits wird man sich aber auch denken, warum merkt man das während des Fahrens nicht, bis man dann bemerkt, auf dem Kopf fahren ist alles umgedreht und das wäre doch sehr, sehr anstrengend. Danach sind sie auf Kart Customizations eingegangen und die Leute, die Mario Kart 7 auf dem 3DS bereits gespielt haben, werden das Ganze schon kennen. Im Endeffekt ist es, dass man 3 unterschiedliche Arten auswählen kann und zwar die Karosserie, die Räder
und den Gleiter. Und je nachdem, was man auswählt, hat man andere Attribute, ist unterschiedlich schnell, hat unterschiedliches Handling. Das ist sehr, sehr schick gemacht, denn so kann man wirklich seinen eigenen Spielstil finden. Dann haben sie neue Charaktere vorgestellt. Es gab schon vorher die Vorstellung von den Koopalings. Das sind im Endeffekt die, die immer in den alten Mario-Teilen als Minibosse agiert haben. Die sind jetzt alle sieben dabei. Dann gibt es Baby Rosaline, das ist die aus den Galaxy-Teilen. Die ist jetzt dabei. Das ist im Endeffekt ein weiterer Peach, könnte man sagen. Und zu guter Letzt haben sie eigentlich nur einen angekündigt, aber ich nehme jetzt beide dazu, und zwar Metal Mario und Metal Rosaline. Und damit haben wir insgesamt 30 Charaktere im Spiel. Und ich muss wirklich sagen, die Koopalings nehmen 7 Slots ein. Das finde ich persönlich vielleicht ein Ticken zu viel. Was ich sehr, sehr cool gefunden hätte, wäre wirklich, dass die ein Charaktere wären, die dann irgendwie komplett wüst durch dieses Kart dann halt sich da rumwirbeln und unterschiedliche Sachen machen könnten. 7 Stück finde ich persönlich zu viel, denn sie sind kein wirkliche Charaktere, die wirklich irgendwie einen Griff haben in dem Spiel. Und dementsprechend 7 Charaktere finde ich da zu viel. Baby Rosaline, von mir aus, es gibt Baby Mario, es gibt Baby Luigi, von daher, von mir aus kann sich da hinzufügen. Metal Mario und Metal Rosaline finde ich ein bisschen blöd. Ich hätte es okay gefunden, wenn es ein Reskin wäre, aber die sind eigene Charaktere und der Witz ist, dass jeder Charakter sich anders spielt. Zum Beispiel Baby Rosaline ist ein kleiner Charakter. Wenn dann also zum Beispiel jemand wie Donkey Kong oder Bowser entgegenkommt und gegen die Gegend stößt, dann verliert Baby Rosaline automatisch. Und bei Metal Mario und Metal Rosaline ist es nun mal, dass das schwere Charaktere sind. Das heißt, also sie verhalten sich anders als deren Originale. Ich persönlich finde es schade, dass da halt die Charaktere-Slots damit verwendet worden sind. Man hätte die auf andere spezialisieren können und wir werden sehen. Wir werden wirklich sehen, wie das Ganze ablaufen wird. Als nächstes haben sie neue Items vorgestellt gehabt. Als allererstes den Bumerang. Das ist ein Bumerang. Man wirft ihn, er kommt zurück. Man kann ihn dreimal nutzen. Und der Witz ist, man kann ihn nutzen und Gegner damit treffen, während man ihn wirft und wenn er zurückkommt. Ich denke, das kann ein sehr, sehr starker Gegenstand sein. Als nächstes, ich kenne jetzt nicht den Originalausdruck, aber es ist eine Soundbox. Es ist wirklich ein Gegenstand, den man nutzen kann. Und alles in der Umgebung wird davon getroffen. Und es hat aber einen wichtigen Punkt, den man hervorheben muss. Und zwar, man kann nicht nur Gegner damit wegstoßen und treffen, sondern man kann auch Gegenstände damit zerstören. Heißt, Bananenschalen zum Beispiel. Aber der wichtige Punkt kommt jetzt. Die Blue Shell ist die Shell, die man einsetzen kann, wenn man weiter hinten ist. Und es wird automatisch immer den Vordersten treffen. Und die Soundbox kann Blue Shells zerstören, bevor sie einen treffen können. Und dementsprechend ist es halt eine Anti-Blue Shell-Möglichkeit. Und ich weiß nicht, ob das clever ist. Also ich denke, es ist einerseits ganz gut, dass es einen Konter gibt, aber andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass gerade bei den Pro-Gamern oder einfach Leute, die es ein bisschen ernster nehmen, dass sie grundsätzlich immer diese Soundbox am Start haben werden und durch gutes Fahren einfach auf den ersten Platz kommen und durch diese Box halt einfach den Schutz haben, von diesem ersten Part wieder runtergedrückt zu werden. Wir werden wirklich sehen, wie sich das Ganze ausbalancieren wird. Dann wurde die Piranha Plant vorgestellt. Die, die den letzten Super Mario Teil auf der Wii U gespielt haben, kennen das im Endeffekt schon. Ist eine Pflanze mit der Piranha Pflanze drin und die ist vor dem Kart angebracht. Und die frisst im Endeffekt alles, was ihr in die Quere kommt. Und zu guter Letzt, das ist im Endeffekt so das Wahrzeichen des Spiels. Und zwar von Mario Kart 8 gibt es neue Gegenstand, die Crazy 8. Und das ist relativ simpel. Man bekommt 8 Gegenstände, die um den Kart herum sich positionieren. Und man kann sie dann halt alle nacheinander nutzen oder sogar alle gleichzeitig. Und das ist, denke ich, auch sehr, sehr interessant, wie das Ganze ablaufen wird. Aber insgesamt finde ich, das sind sehr, sehr interessante Items, wo man wirklich einfach mal abwarten muss, nicht einfach sofort sagen, schlecht, E-Sports ist gefährdet oder was auch immer. Wir werden einfach mal wirklich sehen. Als nächstes sind sie groß in die Wissenschaft übergegangen, und zwar Bike gegen Kart. Man kann in den Mario Kart-Teilen mittlerweile sogar auf Bikes zurückgreifen. Und in der Vergangenheit, zumindest laut Nintendo, waren Bikes immer die bessere Wahl. Und sie sind wirklich hingegangen, haben unterschiedliche Kurse getestet gehabt mit Bikes und Karts, und in diesem Teil wird es der Fall sein, dass es am Track selbst abhängt. Es gibt wirklich gewisse Gebiete, wo man mit dem Kart besser ist und andere wiederum, wo man mit dem Bike besser ist. Und das finde ich schick, dass sie halt wirklich da geguckt haben. Beim letzten Mal war das zu stark, dementsprechend passen wir das an, aber halt nicht zu sagen, oh, jetzt sind wieder die Karts stärker, sondern wirklich, wir machen das Map-abhängig. Und dementsprechend gute Sache. Als nächstes haben sie erklärt, wie online ablaufen wird. Es gibt 4 Spielmodi, es wird simple Chat-Funktionen in der Lobby geben, wo man einfach sagen kann, hallo oder ähnliches. Dann eine Sache, die ich sehr, sehr gut finde, und zwar, man kann eigene Turniere erstellen. Man kann nicht nur sagen, oh, jetzt voten alle und dann wird die Map gewählt, die am meisten Votes bekommen hat oder wie das auch immer damals ablief. Man kann jetzt wirklich sagen, am den Tag
So viele Leute können daran teilnehmen. Diese Maps sind dabei. Go! Und das finde ich sehr, sehr schick. So kann man Sachen vorbereiten, kann wirklich Sachen machen, die man selber möchte, ohne dass irgendwelche Leute vielleicht dazwischen voten oder ähnliches. Sehr, sehr schick. Als nächstes gibt es wieder die Möglichkeit, gegen Geister um die Zeit zu fahren. Man kann diese Geister von anderen Leuten herunterladen, gucken, wie sie sich angestellt haben und versuchen, diese zu schlagen. Und zu guter Letzt gibt es Mario Kart TV. Und das ist relativ schick. Man kann dann nämlich seine eigenen Rennen speichern, kann sich die von anderen Leuten angucken und wenn einem die von einem selbst gefallen, könnte man sie theoretisch bei YouTube hochladen. Und da gibt es eine Sache, die schon angemerkt worden ist. Angeblich wird Nintendo hingehen und diese unkommentierten Videos alle mit Content-ID beschlagnahmen, was nicht sonderlich schlimm ist, aber ich denke, es ist eine Sache, die man kurz hervorheben sollte. Dann haben sie die Mario Kart Musik hervorgehoben. Sie haben ein paar Tracks gespielt gehabt und ich bin ehrlich gesagt nicht jemand, der großartig auf Musik achtet, aber die Mario Kart Musik war echt, echt gut. Nintendo ist ja eigentlich immer dafür bekannt gewesen, aber Mario Kart 8 scheint auch wieder richtig, richtig gute Musik zu haben. Und dann zu guter Letzt eine richtig, richtig gute Aktion. Und zwar, wenn man Mario Kart 8 kauft und in einem gewissen Zeitraum bei Club Nintendo anmeldet, bekommt man kostenlose Spiele. Wenn man das in Japan macht, bekommt man ein Spiel auf Probe für 2 Monate. Wenn man in den USA das Spiel kauft, hat man die Wahl zwischen Super Mario Bros. U, Wind Waker HD, Wii Party U und Pikmin 3. Diese Spiele bekommt man kostenlos, kann man sie runterladen und man kann sie behalten. Also nicht nur auf Probe wie in Japan. Aber wenn man in Europa ist, hat man die Wahl zwischen Nintendo Land, New Super Mario Bros. U, Game & Wario, Pikmin 3, Wind Waker HD, Sonic Lost World, Mario & Sonic Olympics, Wii Party U, Wonderful 101 und Monster Hunter 3. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich finde es interessant zu sehen, wie viel Auswahl wir in Europa haben, was dann vermutlich auch gleichzeitig bedeutet, dass sich in Europa die Wii U bisher am schlechtesten verkauft. Und ich persönlich weiß bereits, was ich haben möchte. Nintendo Land habe ich bereits. New Super Mario Bros. U habe ich bereits. An Game & Wario habe ich kein Interesse. Ich bin nicht der größte Fan von Partyspielen, einfach weil man halt darauf zurückgreifen muss, dass andere Leute ebenfalls da sind, was halt nicht immer der Fall ist. Pikmin ist nicht meine Serie. Ich habe den ersten Teil gespielt, fand es nicht toll. Ich bin kein Fan von Zelda, dementsprechend Wind Waker HD ebenfalls nicht mein Ding. Sonic Lost World und Mario und Sonic Olympics, ich bin kein Fan von Sonic ebenfalls und die Olympics-Spiele sind meistens einfach nur Wackelangriffe. Oh, Minispiel, wackel, wackel, wackel mit der Wii U Remote und dann hat man irgendwann Tennisarm, aber die Spiele machen im Endeffekt auch so keinen Spaß und auch gleichzeitig ist es wieder ein Partyspiel. Wii Party U, gleiche Sache. Wonderful 101 habe ich bereits, sehr, sehr gutes Spiel. Und zu guter Letzt gibt es noch Monster Hunter 3. Und ich habe einen Monster Hunter Teil, bitte fragt mich jetzt nicht, ob das der Monster Hunter 2 ist oder ob die irgendwelchen anderen Namen haben, hatte ich schon bereits für die normale Wii. Und das Spiel hat mich nicht sonderlich umgehauen, obwohl ich zugeben muss, ich habe auch nicht allzu viel gespielt gehabt. Und nach aktueller Situation würde ich sagen, dass ich mir tatsächlich auch Monster Hunter 3 hole, denn alles andere haut mich nicht vom Hocker. Aber insgesamt muss ich sagen, das ist ein sehr, sehr gutes Angebot. Und ich kann mir wirklich vorstellen, scheinbar gerade in Europa, dass viele diese Spiele noch nicht haben. Und da halt wirklich die Möglichkeit zu haben, ein Spiel zu kaufen und 2 zu bekommen und dann auch noch richtig, richtig fast Vollpreisspiele, das ist ein sehr, sehr gutes Angebot. Und insgesamt muss man sagen, der Nintendo Direct war sehr, sehr cool gemacht. Also ich empfehle wirklich, das Ganze sich anzugucken und sich Mario Kart 8 tatsächlich auch zu kaufen. Denn es sieht wirklich gut aus, es scheint wirklich gut durchdacht zu sein und es wird vermutlich auch wieder richtig, richtig Spaß machen. Ich kann ganz klar sagen, ich kaufe mir das Spiel auf jeden Fall und diese extra Promo-Aktion dazu ist natürlich noch ein richtig, richtig schönes Extra. Gehen wir über zur nächsten News. Das nächste Tony Hawk Spiel ist ein Endless Runner vergleichbar mit Temple Run. Das sogenannte Endless Runner Genre ist auf dem Mobile-Market zu Hause. Das Spielprinzip ist relativ simpel, es wird immer nur in eine Richtung gelaufen, man muss Sachen ausweichen, muss so lange aushalten, bis das Level entweder abschließt oder man einfach versagt. Und dann kann man neue Sachen freischalten oder einen Highscore erreichen und versucht sich halt stets zu verbessern. Und in erster Linie finde ich diese ganze Sache sehr, sehr traurig, denn es ist ein weiteres Franchise, das sich auf den Mobile-Market begibt, nur um mehr Geld mit dem Free-to-Play-Modell rauszuziehen. Das Cypher-MMO Defiance wechselt im Juni zum Free-to-Play-Modell über. Ein Wechsel in das Free-to-Play-Modell hat in vielen Situationen sogar sehr, sehr gut funktioniert. Jedoch muss man bei Defiance schon anmerken, dass es bereits das Guild Wars-Modell von Anfang an hatte. Was bedeutet, man kauft das Spiel und hat keine monatlichen Gebühren. Und jetzt ist es so, dass man eigentlich das ganze Spiel so umwechselt, dass man scheinbar auf einen Cash-Shop zurückgreifen muss. Ich denke, es ist definitiv ein Spiel, das man mal antesten kann, einfach weil die Idee sehr, sehr interessant ist. Es ist ein Borderlands-MMO, könnte man fast sagen.
Aber mir missfällt die Idee, dass man halt wirklich sagt, man hatte ursprünglich ein Spiel, das man einmal kaufen musste und dann kostenlos spielen kann, theoretisch mit dem Cash-Shop hier und da. Aber jetzt, dass man das Ganze nochmal umändert, könnte es passieren, dass der Cash-Shop auf einmal zu übergreifend ist, dass man gewisse Sachen vielleicht grinden muss, um gewisse Sachen zu erreichen. Und dementsprechend kann ich jetzt noch nicht so hundertprozentig sagen, was ich von dieser Nachricht halten soll. DayZ schafft es innerhalb von 6 Monaten, 2 Millionen Kopien zu verkaufen. Ich finde es beängstigend zu sehen, wie sehr diese Leute nach dieser Spielart schreien, nach dem Survival-Horror-Zombie-Genre, und da kaufen, egal in welchem Zustand das ist. DayZ ist weiterhin im Early Access und soll bei weitem schlechter dastehen als damals DayZ, wo es noch eine Mod war. Und dass so viele Leute das kaufen, zeigt einerseits wirklich, dass Interesse da ist. Das wird auch andere Leute wiederum, andere Entwickler ansprechen. Aber ich finde es sehr, sehr interessant zu sehen, dass die Leute halt einerseits so sehr danach greifen, so sehr diese Spielart wollen und andererseits, dass sie keine Probleme haben, wirklich in Early Access mit reinzugehen, wo ein Spiel bekommen, was eigentlich nicht fertig ist. Und wenn sie Pech haben, vielleicht sogar niemals fertig wird. Und das war's dann auch schon wieder mit Forcecom Talks. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ich euch ebenfalls in der nächsten Woche wieder begrüßen darf. Bis dann.